In diesem Video möchte ich dir die Echo of Angels vorstellen. Das ist eine ganz, ganz spezielle Frequenz. Und zwar, die hat, ja, wie soll ich sagen, Engelssphären, Engelsmusik und basiert auf der Engelszahl 1111. Ja. Die Frequenz hat 5 Phasen und diese 5 Phasen sind sehr, sehr speziell. Ja. Die erste Phase ist so ein Hineinkommen in die Frequenz. Dauert nur eine Minute, dass du weißt, okay, ich weiß, worum es geht. Dann ist die zweite Phase und würde dich vielleicht ein bisschen schocken, so ein bisschen traurige Musik, etwas, was dich so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Und das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund, denn im Gehirn existieren eben diese Areale, wenn du dich zuerst schlecht fühlst oder traurig bist und dann etwas kommt, eine Musik, die das Gegenteil bewirkt, dann ist die Emotion, die danach kommt, doppelt so stark. Ja? Das heißt, das dauert auch nur 1-2 Minuten ungefähr, da geht es so ein bisschen in dieses Nachdenkliche, in dieses, als ob Engel weinen würden und dann geht es in dieses, sie haben keinen Grund zu weinen und dann fangen sie an zu feiern. Ja? Und dann baut sich das Ganze auf und geht dann rüber in eine Zwischenphase, die sehr, sehr vorbereitend ist auf die Endphase. Und die Endphase, ich will nicht zu viel verraten, musst du dir selbst anhören, und die Endphase ist eine Meditation, also keine Meditation, wo du was hörst von der Stimme her, sondern ein meditativer Zustand, wo du dabei in 3D Engels Gesang hörst von allen möglichen Richtungen und die bewegen sich und mit einem perfekten Rhythmus dahinter, dass du einfach in dieses, okay, ich bin jetzt im Himmel, ich bin bei den Engeln angekommen, Zustand hast und deswegen ist auch diese Phasen als Vorbereitung dafür da. Die Frequenz hat 4 verschiedene Frequenzen, einmal 1,111 Hertz, dann 11,11 Hertz und dann 111,1 Hertz und am Schluss baut sich dann die letzte Herzfrequenz auf, die 1111 Hertz. Also diese 4 mal die 11 wird mit jedem Mal mehr aufgebaut, fängt sozusagen bei Delta an, arbeitet sich dann hoch zu Beta und dann zu Gamma hinauf. Also sehr, sehr spannende Frequenz. Und das Ziel ist, dass du in diesen 25 Minuten diese Reise erlebst, zu den Engeln zu kommen und diese Emotion dabei spürst und eben diese Zahl, wofür die 11,11 steht, also die 100, die 4 mal die 1 steht, einfach, dass du das erleben kannst mit deinem eigenen Bewusstsein. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video wieder.